Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video zeige ich euch endlich meine Kirmes, beziehungsweise meinen Freizeitpark, beziehungsweise Disneyland für Arme. Also Mini-Disneyland. Wir haben ja die ganzen Fahrgeschäfte durch den Sternpfad letztens bekommen, der echt, echt gut war. Und jetzt standen meine ganzen Fahrgeschäfte erstmal 2 Wochen alle auf der Wiese rum, weil ich noch nicht wusste, was ich damit so richtig anfangen sollte. Und ich wollte erst alle Aufgaben machen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mich die letzten 2 Tage ein bisschen dran gemacht. Hab ein bisschen dann gewerkelt. Natürlich fehlen mir jetzt noch die ganzen Automaten, die es alle bei Dagobert irgendwann vielleicht mal gibt. Also diese Greifautomaten, hau den Lukas. Alles, was so bei Buddy zu Hause steht, das wäre natürlich noch richtig cool gewesen. Das habe ich leider alles noch nicht bekommen. Ich glaube, ein paar Leute von euch haben die ganzen Sachen. Und dann wird es ja auch noch diese Community-Challenge, die läuft ja gerade noch. Und bei 600.000 aufgestellten Karussells, die wir alle Spieler aufstellen müssen, gibt es ja dann auch nochmal irgendwas. Vielleicht nochmal ein Fahrgeschäft. Wer weiß, ich hoffe nicht, ich habe nämlich gar keinen Platz mehr. Und ich würde jetzt sagen, die Wiese ist eigentlich für mich jetzt abgeschlossen. Da seht ihr schon ein bisschen. Die müsste jetzt eigentlich fertig sein. Oh, Mondsteine, die heben wir heute im Livestream noch auf. Aber gucken wir uns erstmal die Kirmes an. Vielleicht bringt es euch ein bisschen Inspiration. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr die Kirmes gebaut habt. Genau, und schreit mir voran, hier ist der ganze Kram. Hier rechts und links sind diese Säulen, die es ja auch im Sternpfad gab, beziehungsweise Säule. Die habe ich mir jetzt nochmal bei Dagobert geholt. Finde cool, dass da auch Musik rauskommt. Das fehlt mir zum Beispiel bei den Fahrgeschäften, da kommt gar keine Mucke raus. Finde ich ein bisschen komisch. Aber ich finde die ganz cool, weil die auch zu diesen Pavillons passen. Die hatte ich auch schon vorher hier stehen. Kennt ihr ja. Zumindest die alten Hasen, die meinen Kanal schon länger verfolgen. Das steht ja schon sehr lange hier. Ich mag das auch sehr gerne. Hier links habe ich ja praktisch jetzt nichts gemacht. Das bleibt auch so. Genau, und hier stand ja vorher mein riesengroßer Springbrunnen mit dieser Mickey Maus, der auch im Schloss ganz oben steht. Aber der funktioniert leider nicht. Und da ich Dumbo da hinten nicht auf meine Plantage stellen wollte, dachte ich mir, komm, ich stelle den jetzt einfach hier hin, was mir eigentlich richtig, richtig gut gefällt. Was auch mal ein bisschen Bewegung reinbringt, das mag ich auch an den Karussells, dass sich endlich mal irgendwas bewegt, weil sonst immer alles so still steht. Ich habe halt hier ein paar Büsche entfernt, ein bisschen asphaltiert, also ein paar Kopfsteinpflaster gemacht. Hier Mülltonne, Bänke gibt es ja auch alles im Sternenpfad, kennt ihr ja. Ich finde, die sehen auch richtig nice aus. Auch in den eisigen Höhen passen die sehr, sehr gut. Ich habe jetzt viel ersetzt auch, also besser, die Mülltonnen sind auch 1000 Mal besser als diese rostigen Mülltonnen. Wie gesagt, ja, und das Karussell gefällt mir gut. Die Laternen habe ich da so ein bisschen reingesetzt jetzt, die standen vorher ja hier außen. Jetzt hat man hier auch nochmal mehr Platz zum Laufen. Wie gesagt, generell ist jetzt viel, viel mehr Platz da. Also ich mag das sehr gerne. Auch die Farben sind cool, hier dieses Rot. Passt auch zu den roten Bäumen da vorne. Da habe ich auch noch mal ein paar gepflanzt. Hier, wie gesagt, auch noch mal Mülltonne, Bank. Ganz easy. Und wie gesagt, mir gefällt es. So als Zentrum der Wiese hier. Ich meine, es ist jetzt auch kein Freizeitpark im traditionellen Sinn. Das soll sich so ein bisschen auf der Wiese einfügen, die Fahrgeschäfte. Ich habe auch viele gesehen im Internet, die haben einfach so eine riesen Fläche gemacht. Einen Zaun drumherum und dann die ganzen Fahrgeschäfte da rein platziert. Ohne Bäume, ohne Grün, das mag ich zum Beispiel nicht so gerne. Das sieht ein bisschen steril aus und leblos. Aber so mag ich es sehr, sehr gerne. Fügt sich sehr gut hier irgendwie ins Gesamtbild ein in die Wiese. Und hier ist das natürlich das Highlight, das Riesenrad mit dem Mickey-Gesicht, mit dem Gruseligen. Genau, und hier habe ich nochmal so einen Ballonbogen. Den gibt es an der Werkbank, habe ich so ein bisschen als Eingang genommen. Hier so 2 Laternen nochmal. Kann man auch andere nehmen, vielleicht auch nochmal bunte, vielleicht ändere ich das nochmal. Hier nochmal Beete von der Werkbank, hier auch nochmal. Passt ja auch ganz gut zum Riesenrad, das hat ja selber sogar so integrierte Beete. Hier habe ich diesen Drachenformschnitt hingestellt. Finde ich auch ganz cool, wenn man hier so runterkommt, dass er direkt da steht. Ich hätte auch keinen anderen Platz mehr dafür gefunden, weil hier war noch relativ viel frei. Und das passte sehr gut. Ich muss auch wirklich nochmal viele Steine kloppen, um die ganzen Kopfsteinpflaster herzustellen. Und ich habe tatsächlich jetzt auch wieder Objektlimit frei. Jetzt bin ich, glaube ich, bei 2800 von 3000 Dingen. Also ich kann jetzt wieder ein bisschen bauen. Juhu! Vielleicht als nächstes ein bisschen den Strand oder so. Oder Wald der Tapferkeit. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen wieder gespart. Wie gesagt, hier die ganzen Steine habe ich alle weggemacht. Ein paar sind natürlich noch hier. Blöd war halt wirklich, dass man die Teiche nicht verschieben oder entfernen kann. Dadurch hat man relativ wenig Platz. Natürlich hier, aber eigentlich gefallen sie mir jetzt doch ganz gut. Das macht das so, diese Park- und Wohlfühlatmosphäre nochmal ganz schön. Und diese Natur. Hier habe ich natürlich diesen Wagen hingestellt mit den Souveniren, gab es ja auch im Sternpfad. Auch hier diese Ballons gab es im Sternpfad. Kann man ja alles bei Dagobert nochmal nachkaufen. Die habe ich nochmal an der Werkbank hergestellt, diese kleinen Ballons. Hier kann man sich natürlich irgendwelche Souvenirs kaufen. Was gibt es ja eigentlich? So Waffles und diese komischen Hüte, diese Mickey-Maus-Haar, wie nennt man das? Haarreife. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich.
Genau, da stand ja vorher alles schon. Finde ich, passt aber auch sehr cool hier rein. So als Chill-Area, Picknick-Area. Da nochmal diese japanischen roten Bäume habe ich da nochmal hingesetzt. Auch der Turm, finde ich, passt sehr, sehr gut hier hin. Hat so ein bisschen Movie-Park-Atmosphäre. Finde ich sehr, sehr cool. Geil wäre noch, wenn auf dem Turm irgendwie was stehen würde, so. Wenn man da so einen Schriftzug hinschreiben könnte. Disneyland, Dreamlight Valley oder sowas. Genau, Fahrräder hingestellt. Immer auf kleine Details achten, ihr kennt mich ja. Damit es auch alles so ein bisschen lebendig wirkt. Da, 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 da. Mickey mag's auch. Hier habe ich dieses Tastenkarussell hingestellt. Das stand vorher ja hier. Das habe ich jetzt ein bisschen nach vorne verschoben. Und ich hatte ja eigentlich vier Bäume an jeder Ecke ein. Nur hier hat der vierte Baum nicht mehr hingepasst, sonst wäre es hier so mega eng gewesen. Darum habe ich jetzt noch drei Bäume genommen. Habe hier nochmal diese Töpfe hingestellt, diese rosanen. Passt auch nochmal gut dazu. Hier nochmal diese kleinen Springbrunnen. Die habe ich jetzt auch ein bisschen aus meinem Rallye entfernt, weil ich die irgendwie auch hässlich finde. Seitdem da Wasser rauskommt. Beziehungsweise die müssen das Wasser irgendwie patchen. Weil, wie ihr seht, das Wasser geht ja durch alle Gebäude durch. Das kann man durch alle Bäume sehen, durch meine Klamotten. Das müssen sie wirklich bearbeiten. Aber ansonsten mag ich sehr, sehr gerne. Man hat einfach Platz zum Laufen. Oh, wie herrlich. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich weiß, viele sind auch kein Fan davon, alles zuzupflastern. Aber ich mag das ganz gerne. Ich finde, das gibt einem also ein bisschen Struktur und irgendwie so was Städtisches und irgendwie Modernes. Und weiß ich nicht. Ich kann da auch besser so Häuser anordnen und so. Aber man kann auch ein Fan sein, alles auf eine Wiese zu stellen. Ist ja, jeder Geschmack ist ja anders, sage ich ja immer wieder. Bisschen Aufräumer. Aber ich mag es so ganz gerne. Genau, hier ist ja Woodys Haus eigentlich. Aber passt natürlich auch sehr, sehr gut auf die Kirmes. Stand hier auch immer schon. Da habe ich jetzt nicht viel verändert. Ein bisschen verschoben oder so. Genau, ein paar Laternen noch hinzugefügt. Aber mir gefällt es eigentlich sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Kirmes gebaut habt. Ob ihr eher der seid, der es so steril baut, wie so einen richtigen Freizeitpark ohne viele Bäume und so weiter und so fort. Viele haben ja auch diese Opal-Pflasterung genommen, die es jetzt auch so neu gibt. Könnte man auch ein bisschen machen. Aber wie gesagt, ich mag jetzt diese Verbindung aus der Wiese, also diesem Freizeitpark und diesem Erholungspark. Finde ich ganz cool. Man könnte natürlich noch so ein Streichelzoo vielleicht irgendwie hier hinmachen mit den ganzen Begleitern und so weiter und so fort. Wäre auch nochmal eine Idee. Cool wäre Es ist natürlich, fast so, als wären wir in Bonnies wenn die ganzen Fantasiewelt Charaktere eingeritten. auch die Karussells benutzen würden. Das wäre natürlich echt schön. Das würde mir sehr gefallen. Und wenn man sie selber mal benutzen könnte. Das wäre natürlich auch mal eine Idee. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal. Aber Mickey Potzblitz, gefällt's, was ne? für ein Morgen! Potzblitz! Oh Junge, es ist ein super Park! Also schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt, ob ihr den mögt. Und ihr könnt euch auch gerne Inspiration daraus nehmen, wenn ihr Spaß daran habt. Ich mag ihn eigentlich sehr, sehr gerne. Ich bin zu. Ich muss auch mal die Eierdinger hier nochmal pflücken. Ich hoffe, diese Büsche verschwinden auch mal irgendwann. Nach Ostern, beziehungsweise nach April. Aber ich mag ihn. Wie gesagt. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Freue ich mich sehr. Und danke, danke, danke für den ganzen Support. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.